Herzlich willkommen zur Oninaki-Demo. Die ist heute erschienen, also wahrscheinlich für euch gestern, für PC, PS4 und die Switch. Und da ist für die PS4 eine Plus-Mitgliedschaft benötigt, die ich nicht habe. Und mir dann dachte, ja, warum soll ich es denn dann auf der Switch spielen? Weil ich kann es in 4K am PC spielen. Tatsächlich war das mal ausnahmsweise meine... Ich bin ja eigentlich nicht so. Aber tatsächlich habe ich das heute mal gemacht. Ich nehme dieses Video in reinen 4K auf. Das ist mein erstes Video, was ich in vollen 4K aufnehme. Und hoffentlich funktioniert's. Ich muss ins Spiel klicken, glaube ich. Ja, so. Und ja, wir spielen die Oninaki-Demo also auch auf dem PC. Ne? Gibt's aber auch, wie gesagt, für die Switch und für PS Plus-Mitglieder auch für die PS4. So. Ich will mir Oninaki auf jeden Fall angucken, weil ich das interessant finde. Und wenn es geil ist, also wenn ich aus der Demo sage, ja, kann ich mir vorstellen, durchzuspielen, werden wir das im Stream durchspielen. Wenn nicht, lasse ich es liegen. Deswegen ist das sehr geil, dass eine Demo rauskommt. Das wusste ich tatsächlich nicht. In diesem Modus kannst du den Anfang des Spiels spielen, welcher der Vollversion entspricht. Speicherstände können in die Vollversion übertragen werden. Nice. Kagashis Stufe und die Anzahl möglicher Fertigkeiten sind in diesem Modus eingeschränkt. Okay. Finde ich gut, dass man das machen kann. Wird automatisch gespeichert. Finde ich auch immer sehr gut. Also Oninaki soll, ist ein JRPG. Und das sah seit der E3 sehr interessant aus. Mit japanischer Sprachausgabe. Das konnte ich, glaube ich, nicht einstellen. Das ist so. Sei nicht traurig, Kagashi. Ich werde mit meinem Papa reden. Er ist ein Wächter. Er kann mit Toten sprechen. Vielleicht kann er auch mit deinen Eltern reden. Nein, bitte nicht. Mir geht's gut. Okay, diese Sachen sind nicht synchronisiert, aber so Zwischensequenzen anscheinend. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das Intro nicht richtig, richtig lang ist, so JRPG-mäßig, sondern dass wir relativ früh ins Game kommen. Für eine Demo ist das nämlich eher unpassend. Wer ist da? Du bist es. Wer denn? Warum bist du nicht ganz? Ganz was? Wovon sprichst du? Geht's dir gut? Und sie sieht ihn nicht. Ja, war wieder klar. Das Mädchen kannte mich. Oder sie ist einfach weg. Auch gut. Welches Mädchen? Es war nur... Hilf ihm, Papa. So. Komm, Kagashi. Oh, man kann vorspulen. Und automatisches Vorrücken aktivieren. Okay, mache ich aber nicht, weil ich muss ja vorlesen. Aber wenn man für sich selber spielt, ist das immer sehr cool. Ikai. Du musst nur von deinen Eltern Abschied nehmen. Aber traure nicht um sie. Nase. Warum nicht? Warum darf ich nicht traurig sein? Trauer erfüllt die Toten mit Bedauern, mein Junge. Wenn die Toten Bedauern in sich tragen, verlieren sie ihren Weg und können nicht wiedergeboren werden. Können sie nicht? Nein, mein Junge, das können sie nicht. Sie verlieren ihre Seelen und können nicht wiedergeboren werden. Das hast du doch... was? Die Wiedergeburt ist Teil unseres Weges. Wer den Weg verliert, handelt gegen die natürliche Ordnung. Verstehst du es nun?
Ja, ich glaube schon. Soka. Gut. Dann bist du nicht vom Weg abgekommen. その言葉の意味を理解したのは随分後になってから。俺がマイラの父親と同じイクトモリになってからのことだ。イクトモリは死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。この世とあの世を行き来し、迷いと救済するのが イクトモリの仕事だ。 ここは鬼人で戦いましょう。 カガチ、 行ける？ 問題ない。 そっちはマイラに任せる。 Ein leidenschaftlicher und einfühlsamer Dämon. Aisha ist bei Kagashi, seit er zum Wächter ernannt wurde. Sie hat vage Erinnerungen ans Glücklichsein und sehnt sich sehr nach Liebe. Aisha kann flink über das Schlachtfeld sprinten und ihre Schwerter schlagen schnell und hart zu, was sie zu einer ausgeglichenen Kriegerin macht. Okay. Okay. Leckt das wegen mir? Ich glaube schon. Mein Rechner ist ein bisschen überfordert mit Aufnehmen und 4K gleichzeitig. Verdammt! Oder OBS, sagen wir es so. Ich muss es gleich mal kurz umstellen. Kann ich jetzt machen. Moment. Versuchen wir es so. Ich sehe, habt ihr euch um alles gekümmert. Vielen Dank und gut gemacht. Warum bist du so nett zu denen? Sind doch einfach nur Waffen. Pass auf, was du sagst. Dämonen waren früher Menschen. Menschen mit Gefühlen. Ja, Betonung auf Waren. Schön, wie du willst. Lass uns einfach die Mission zu Ende bringen. Der Verlorene, den wir suchen, scheint ein kleiner Junge zu sein. Hat Leo dir seine Geschichte erzählt? Hoffentlich hört er uns zu, wenn wir mit ihm reden. Dafür werde ich schon sorgen. Ich habe es dir schon unzählige Male gesagt. Du musst wirklich an deiner Einstellung arbeiten. Die Gefühle der Lebenden führen dazu, dass die Toten ihren Weg verlieren. Oder hast du das mal wieder vergessen? Die Verlorenen sind bereits verloren. Du bist einfach unmöglich. Komm schon, lass uns weitergehen. Mal gucken, ob es noch laggt. Huch. Auf der Minikarte unten rechts siehst du deine aktuelle Umgebung. Erreichbare Gebiete und den Standort deines nächsten Ziels. Du kannst die Größe der Minikarte ändern. Okay. War nämlich gerade falsch eingestellt. Läuft jetzt schon viel besser. Mal gucken, wie es im Kampf aussieht. Sowas auch Räucherstäbchen verwenden. Wegstecken, ziehen. Okay. Was ist dies? Moment. Ist das Menü jetzt... Moment. Ich muss kurz rausfinden, welche Taste abbrechen ist. Okay, Kreis. Okay, anscheinend ist das hier ein Schnellreisepunkt mit Speichern. Okay. Okay, warte, ich speichere mal. Kreis, also A ist übrigens abbrechen in dem Spiel. Das ist ja normal bei japanischen Spielen und nichts ist bestätigen. So. Hier geht's nicht lang. Kann man irgendwie rennen? Dann kann ich die Map. Nein. Ich kann dashen, aber sonst. Okay, ohne Musik ist das gerade sehr merkwürdig. Aber hauen wir einfach mal diese Vögel kaputt. So. Okay, ich glaube, wir sollen da lang. Was sind das da Gegner? Ich glaube, die roten Punkte sind Gegner, ne? Ja!
Hier geht's auch gar nicht weiter. Okay. Bin ich schneller, wenn ich wegstecke? Glaub minimal. Ah, der Sturmschlag ist eine Ability, die geht... Oh mein Gott. Die hat so einen Cooldown. Okay. Okay. Verstanden. Huch, was ist das da? Da ist ein Apfel drin. Da rechts. Ich will den Apfel. Oh, ein großer. Der will Beef. Was ist hier mit dem Apfel? Sichtdieb gefunden. Kann ich irgendwie ausweichen? Habe ich Ausweichmoves? Ist das ein Ausweichmove? Aber was? Besessen. Ah, ich glaube, damit kann ich dann später die Dämonen ändern. Okay. Okay. Welt der Lebenden, / Jenseits. Die Welt der Lebenden, das Land des Fleisches und Blut. Eine natürliche Welt voller Leben, in der mannigfaltige Kreaturen ihr Dasein genießen. Das Jenseits, das Land der Toten. Welt, die parallel zur Welt der Lebenden existiert und denselben Raum einnimmt. Dazwischen liegt ein dünner Schleier. Drücke LT, um zwischen der Welt der Lebenden und dem Jenseits zu wechseln. Wenn du an einem neuen Ort zum ersten Mal ins Jenseits reist, bist du schleierblind und kannst deine Umgebung nicht wahrnehmen. Im schleierblinden Zustand bist du verwundbar und Angriffe, die du erleidest, sind tödlich. Eine Grenze erscheint, wenn du einen Sichtdieb besiegst. Eine seltene Gefallene in giftigen Meeres... Ich glaube, da fehlt ein N. Geht dort durch den Schleier und deine Schleierblindheit ist in diesem Jenseitsbereich aufgehoben. Außerdem wirken sogenannte Gesetze auf dich und die Gefallenen. Okay. LT. LT ist das. Ich habe keinen Xbox-Controller, ich bin mit einem PlayStation-Controller. Deswegen muss ich überlegen, was LT und so oft jetzt hier übersetzt auf dem PlayStation-Controller ist. Hallo, ihr Monster. Hallo, kleiner Junge. Alle Treffer sind kritisch. Deine Schleierblindheit klingt ab. Okay, ich gehe einfach mal nicht dahin, wo das Spiel will. Ich töte die Dinger. Oh Lord. Neue Stufe. Jawohl. Erstmal OP machen. Obwohl, das ist ja begrenzt in der Demo. Wurde uns ja gesagt. Okay, ich glaube, der Dash ist wirklich zum Ausweichen. Wir sind halt noch sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten vom Kampf her, glaube ich. Seelensteine erhalten. Seelensteine sind Zeichen der zunehmenden Besessenheit von deinen Dämonen. Je häufiger du die Dämonen einsetzt, desto mehr Seelensteine kannst du erhalten. Öffne das Hauptmenü, wähle Dämonen und den Fertigkeitsbaum aus. Okay. Moment, machen wir gleich. Nachdem wir hier die Gegner alle gefetzt haben. So. Das. Dämon. Besessen. Aisha. Es können bis zu 4 Fertigkeiten zugleich zugewiesen werden. Mithilfe des Fertigkeitsbaums können neue Fertigkeiten erworben werden. Rufe den Fertigkeitsbaum auf, um die erste Fähigkeit zu erhalten. Jede Fähigkeit hat eine Abklingzeit. Okay. Digga. Der Fertigkeitsbaum ist die grafische Darstellung der Seele eines Dämons. Mithilfe von Seelensteinen im Fertigkeitsbaum können für jeden Dämon neue Fertigkeiten und Fähigkeiten erworben werden. Wurde eine neue Fertigkeit erlernt, kann sie mithilfe der Option... Entschuldigung. Fertigkeiten im Dämonenmenü zum Einsatz im Kampf zugewiesen werden. Sakura. Kraft und Fertigkeiten direkt nach Grundangriffstreffern erhöht. Weiche zurück und erfessle mit deinem Dämon eine Stoßwelle. Kraft von Grundangriffen je nach Verbundenheit erhöht. Gilt mit der Aisha in der Gruppe. Ich blicke diesen Baum gerade noch nicht. Ah! Okay. Im Erscheinenzustand Fertigkeiten haben Erscheineffekt. Nach Erscheinen. Ich denke mal, die gelben sind die, die ich machen kann, ne? Ja, den Sturmschlag haben wir, genau.
Erinnerung 1 von Aisha. Ist das eine Katze? Werden die Erinnerungen eines Dämons wiederhergestellt, so kann er mehr von seiner Vergangenheit mit dir teilen und eure Bindung wird gestärkt. Erkunde die Grenzsteine, die du findest und wähle Dämonenkunde aus, um Erinnerungen anzusehen. Wir haben nur einen Dämon, okay. Habe ich mehr Fertigkeitspunkte als einen? Ich habe anscheinend noch einen Schwertstein, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, okay. Haben wir gemacht. Wie können wir nicht haben? Null. Okay. Fertigkeit. Kann ich da jetzt schon was ausrüsten? Sturmschlag. Haben wir da schon drin bei B. Okay, cool. Das sind Waffen. Können die auch ausrüsten? Okay. Erinnerungen. Pingi voll. Okay. Kapitel 1. Charaktere. Kann man sich Charaktere schon mal angucken? Sehr cool. Dämonen. Moment, wo war denn das gerade mit... Wo sollte ich mir das angucken? Ich wollte das mal angucken. Ah, ich muss dafür an den Stein, ne? Ja, okay. Ich glaube, ich muss an diesen Stein... den Schleier durchqueren. Nee, das will ich aber nicht. Ich will hier noch nicht raus. Ich will erst die Gegner hier klatschen. Und da an diesen Stein. Heilräucherstäbchen. Also sind das gar nicht diese Steine? Na, okay, die sind anders. Okay. Dann sind das so kleine Versionen, wo wir dran wollen. Über Gegner. Geplatzt. So. Da gibt es einen Stein. Dämonenkunde. Ah, ich sehe auch gerade, klar, wir sind natürlich auf der gleichen Map wie vorhin, nur halt in Land des Jenseits. Hat ein bisschen gedauert gerade. So, Dämonenkunde, Aisha-Erinnerung unterhalten. Voll die Cutscene, nice. ため全てが民のため幼い頃から耳にこびりついている忌々しい言葉民が憎かったわけではなかったただその言葉の裏に隠された私たちのためという良心の真意が私の心を蝕み続けた それでも私が心を保っていられたのは、一人の男性を愛していたから。彼は似た境遇にある隣国の王子だった。私たちは互いを分かち合い、深く愛し合っていた。私はとても幸せだった。 Also wenn die Erinnerungen immer so Cutscenes sind, ist das geil. Bitte gerne nochmal dran. Okay. Ich würde nämlich gerne speichern. Aber nice. Okay. Gucken wir mal, was uns da hinten erwartet. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinten die Gegner noch zu machen. Du bist also der kleine Junge. Wer seid ihr? Ikutamori-yo. Wir sind Wächter. Wir sind hier, um dir zurück auf den Weg zu helfen. Mit zurück auf den Weg zu helfen? Bin ich tot? Ich fürchte ja. Wir wollen dir helfen, ins Jenseits zu gelangen. Möchtest du uns irgendwas mitteilen? Etwas, das dich traurig oder wütend macht und dich hier festhält? Ich mache mir Sorgen um meine Eltern. Ich möchte nicht, dass sie ohne mich vereinsamen. Es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Du kannst nichts dagegen tun, solange du tot bist.
Konzentrier dich lieber auf deine Wiedergeburt, damit du die Lage in der Welt der Lebenden ändern kannst. Ich schätze, du hast recht. Ich bin es ja, der gestorben ist. Es ist meine Schuld. Wow! Mhm. Das meinen wir gar nicht. Es geht dir nicht um Schuld. Denk nach, bevor du sprichst, Kagashi. Nee. Okay, aber bevor ich gehe, möchte ich meine Eltern letztes Mal sehen. Darf ich bitte? Nur einmal, bitte. Bitte? Nee. Was sollen wir tun? Oh. Klar, lass ihn sie sehen. Okay. Iwa. Also gut, hör zu. Wir werden dich zu ihnen bringen. Honto? Ist das euer Ernst? Demo. Ja, aber das bedeutet dann wirklich Abschied. Bist du bereit dafür? Ja, ich verspreche es. Nee. Wo sollen wir hingehen? Zu dir nach Hause? Ne? Ja, sie sind bestimmt zu Hause. Mein Haus liegt in dieser Richtung. Ikimashou. Dann mal los. Folgt er mir jetzt? Okay, er ist einfach da. Oh, lol. Oh, der Hit war da. Okay. Okay. Oh, Kiste. Direkt ein neues Räucherstäbchen. Ich weiß halt noch nicht, wann die Gegner zurückschrecken bei einem Hit und wann nicht. Oder ob ein Gegner zurückschreckt bei einem Hit. Es wirkt anscheinend so, als ob ich hier einfach reinprügeln könnte. Sammle ich die automatisch ein? Oh, das ist ja endnice. Okay. Aber es ist ungewohnt. So. Momentan sind die Gegner alle noch sehr, sehr, sehr easy. Was ja nicht schlecht sein muss, es ist ja gut zum Reinkommen. Noch eine neue Stufe. Ich frage mich, ob es einen Unterschied macht, ob ich die Gegner last hitte mit einem Sturmschlag oder normal. Oh, das sieht aber nicht gesund aus. Das ist der Schleier, oder? Okay. Oh, ah lol. Gar nicht gesehen. Das Reisen. Gruppe. Ach Gottdammit. Nee, Kreis ist abbrechen anscheinend. Nicht X. Huh. Aber an diesen Steinen kann man nicht machen. Nicht viel machen. Man kann hier mehr machen. Also gefühlt. Hä? Mein Gott, ich bin zu blöd für diese japanischen JRPG-Steuerung manchmal. Da muss man echt erstmal reinkommen, weil alle. Das war bei JRPGs halt immer schon so. Weil alle Spiele eine andere Art haben, bestätigen und abbrechen zu haben. Ich kann ist ja schön, dass sie japanisch redet, aber ich hatte keine Untertitel. Und wenn ihr gerade gesagt habt, geh nicht durch den Schleier, du wirst sterben, habe ich es nicht verstanden. Belastend. Moment mal. Ach, man kann die Grafik hier noch umstellen. Hier ist der Beweis 4K. Text. Deutsch. Oh, schnell. Maximal. Das ist nett. Und, warte mal, Sound. Stimmen 100. Okay, das kann man aber nicht einstellen. Okay, man kann leider nicht einstellen, welche Sprache man hat. Also es gibt kein Englisch, es gibt nur Japanisch. Und halt Texte anders. Aber, ne? Will ja keiner. Okay. Was jetzt halt sehr belastend ist. Die Gegner sind alle zurück. Ich glaube, ich soll einfach das machen, oder? Ich glaube, ich soll da nicht durch. Ohne. Hey, ich habe einen Schwertstein bekommen. Danke. Oh, dicker Boss. Okay, da ist wieder so ein Vieh, das gegen Wände rennt. Okay, den Sturmschlag wahren wir uns auch für den Freund da.
treffen nicht. Easy game. Wurde gut hittet, aber hier in der Welt macht es mir ja nicht so viel Damage. Von daher easy. Ah, da kann ich wieder durch. Aber hier, sammel doch. Ah, Heiräucherstäbchen Max. Das ist natürlich belastend. Kann in den Steinchen auch Loot sein. Und hier kommen wir wieder durch in die Welt. Lass uns durch den Schleier gehen. Danke. Moment. Ich kann auch wieder in den Fertigkeitenbaum meiner Dämonin oder meines Dämonen. Haben wir denn da? Verbundenheit wird durch Treffer erhöht. Kreuzförmiger Aufschlitzangriff. Ja. Gib mir dies. Gib mir mehr Fertigkeiten, damit ich mehr im Kampf machen kann. Rangaufstieg des Dämons. Yeah, die werden bei Besessenheit stärker. Besessenheit ist, glaube ich, wenn ich viel treffe. Dein Dämon ist um einen Rang gestiegen. Erhöht sich der Rang des Dämons, so vertieft sich eure Verbindung und die Fähigkeiten des Dämons im besessenen Zustand erhöhen sich. Dein Dämon steigt um weitere Ränge auf, während du neue Fertigkeiten erwirbst. Okay, der levelt also auch. Und wir können jetzt hier Catching machen. Jetzt habe ich zweimal Sturmschlag. Moment. Ich hält. Darf ich da jetzt nicht rein, weil die auf Cooldown sind? Moment. Ah, dieser Schutz, damit man das Spiel nicht exploiten kann. Das sind so Schutzmechanismen der Entwickler. Oh, ruhiger Geist. Achso, ich dachte gerade, das hieß anders. Cool. Okay, Rainer. Da ist eine Kiste, das Spiel steht. Okay. Es hat wohl geladen, deswegen. Es stand nicht, es hat geladen. Was ist das für ein Steinchen? Heilung. Zuerst mal alle fertig machen. Renne. Ruhiger Guy. Boah, was? Okay. Es war so eine gute Idee, diesen Angriff zu skillen. Ein schwarzes Loch. Ja, kein Tutorial. Einfach mal reinhüpfen, ne? Ah, ja. Hier darf ich speichern. Hier kommt ein Bosskampf. Ich hätte speichern sollen. Gute Arbeit, ihr beiden. Ihr habt eine Verbindung zu diesen Seelen aufgebaut. Nee. Was sind die, Vater? Das Seelen, die nicht wiedergeboren werden können, verdammt oder verbannt sind. Sie erinnern sich nicht an ihr früheres Leben, können sich aber an uns binden. Sie sind gut darin, Befehle zu befolgen. Wir nennen sie Dämonen, sind eine besondere Art der Verlorenen. Wow. Können wir ihnen nicht helfen, sich an ihr früheres Leben zu erinnern? Yeah. Nicht, dass ich wüsste. Das ist sehr traurig. Macht euch keine Sorgen, ich werde einen Weg finden, eure Erinnerung wiederherzustellen. Haben wir ja schon, ne? Eigentlich im Grunde hat sie uns ja ein bisschen was von der Vergangenheit erzählt und man kann davon mehr freischalten. Was ist mit dir? Bist du ein weiterer Dämon? Anscheinend. Die Seele des Dämons Zarf resoniert mit Kagashi und wird jetzt an seiner Seite kämpfen. Nice. Ein absolut ehrlicher Dämon mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Die innere Unruhe, die Zarf zu Lebzeiten verspürte, wohnt immer noch inne.
Er erinnert sich vage daran, dass er gehasst wurde und tiefe Reue empfand. Zaf kämpft geschickt mit Speeren und zuckt nicht einmal mit der Wimper, wenn er Schläge einstecken muss. Auch kann er in die Luft springen und so vom Boden oder im Sprung angreifen. Natürlich. Die Musik ist endgeil. Eine gute Gelegenheit, den neuen Dämon auszuprobieren. Wechsel mit R die Dämonen, die erscheinen können. Wähle den, der am besten zur Situation passt. Zaf. Ah, man muss das gedrückt halten. Aua. Verbundenheit steht für die Tiefe der Besessenheit von einem Dämon. Sie stärkt im Kampf und fällt bei Fertigkeiten Einsatz. Hohe Verbundenheit stärkt den Angriff, doch ab 150 ist die Verteidigung beeinträchtigt. Vorsicht! Bei Verbundenheit ab 100 kannst du LB zum Erscheinen verwenden. Erscheinen erhöht die Werte noch weiter. Alle Aktionen können abgebrochen werden und du taumelst bei Schaden nicht. Endnice. Bei Erscheinen wird die Verbundenheit zur Erscheinenanzeige. Erreicht die Anzeige 0, endet das Erscheinen. Okay, Eisenhammer. Erstmal... Oh, Meteor können wir. Oh. Catching. Au, 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 au. Erstmal 200 Damage machen. Easy Game. Achso, Moment, ich kann den Steuer durchqueren. Oh, der macht richtig den. Oh, lol, 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 lol. Oh, okay, aber das Springen war gut. Okay. Au, au, au. Ja. Ich weiß, heilreicher Stäbchen. Dieser Gegner ist echt anstrengend. Auf einmal wird das Spiel schwer. Ich glaube, da soll ich springen. Jawollo. Gestunt. Erstmal in den Himmel springen. Nice. 200 Damage. Okay. Finish him. Monster Kill. Was war das? Heilreicher Stäbchen. Universalstein. Schön. So. Können wir wieder gehen, oder was? Den mag ich, weil der springen kann. Ich springe gerne. Kann ich hochspringen? Ach, ohne den wäre ich nicht weitergekommen. Okay. Ah, wir sind da. Kann ich noch was looten? Da ist mein Haus. Aber... Was ist denn los? Ich kann nicht zurück in ihre Welt, oder? Deswegen sind wir ja hier. Bleib dich bei mir, okay? Du kannst für kurze Zeit in die Welt der Lebenden gehen, wenn du nahe bei einem Wächter bleibst. Wirklich? Okay, wir sind soweit. Los geht's, Kagashi. Okay, ich muss den da jetzt in die Welt der Lebenden bringen. Muss ich da rein? Muss ich dich mitnehmen? Ich muss da rein. Guten Tag. Seid gegrüßt, wir sind Wächter und haben euch etwas zu sagen. Es geht um euren Sohn. Es tut uns leid, dass wir euch damit einfach so überrumpeln. Aber bitte betet weiterhin für seine sichere Reise ins nächste Leben. Hi. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wir beten, seit er gestorben ist. Hoffentlich wird sein nächstes Leben ein glückliches. Deswegen trauern wir nicht um ihn, sonst verliert er nur seinen Weg und wir wären daran schuld. Wir möchten, dass unsere Fröhlichkeit ihm den Weg weist. Wie bitte? Ist etwas passiert? Er ist doch sicher schon längst ins nächste Leben übergegangen? Nein, das ist er leider noch nicht. Er steht hier bei uns, ihr könnt ihn nur nicht sehen. Warum? Was ist passiert? Vater, Mutter, ich möchte nach Hause kommen. Bitte lass mich nach Hause kommen. Weine nicht, sei stark. Er weint? Warum weint er denn? Ich bin so allein. Ich will nicht mehr allein sein.
Er sagt, dass er nicht allein sein will. Kakashi, nein. Was auch immer ihr vor ihm verheimlicht, hält ihn zurück. Ja. Aber wir... Nee. Schatz, bitte. Verzeih mir. Ja, Buddy. Ich kann unseren kleinen Jungen nicht einfach allein lassen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Du weißt doch, dass wir ihn nicht zurückbringen können. Das weiß ich. Wenn du also bei ihm sein willst, musst du selbst gehen. Ich verstehe, ich bin bereit. Aber... So ist das also. Ich schätze, es kommt alles so, wie es kommen soll. Ich werde ebenfalls mitkommen. Ich kann ihn auch nicht allein lassen. Was zur Hölle geht hier vor? Leute! Ich kann es einfach nicht. Also habt ihr euch entschieden? Wir werden ihn doch wiedersehen, oder? Ja. Versprechen kann ich es nicht. Hi. Na gut. Ich bin bereit. Tut, was ihr wollt. Solange seine Seele Frieden findet, ist mir alles recht. Verstanden. Überlass uns den Rest. Hi. Vielen Dank. Wir sind auf dem Weg, Junge. Irgendwelche Einwände? Nein. Ich werde es tun. Was zur Hölle? Yoshi. Haltet einfach still. ためらわせる。ためらえば迷い。迷えば生まれ変わることができない。だから俺たち行くともりは輪廻転生の祈りを込めて任務を全うする。この国ではそれが断りだから。 Okay. Meine Großmutter ist sehr krank. Sie so sehr leiden zu sehen, ist für uns unerträglich. Wir denken darüber nach, den Freitod zu beantragen. Um ihr Leid vorzeitig zu beenden? Ja. Wir haben gehört, dass man ein wenig Geld dafür bekommt, weil es der Wiedergeburt hilft. In dem Fall wäre es vielleicht wirklich das Beste. Ja, ich möchte, dass du das nimmst. Gute Güte, was ist das? Ein Talisman. Das ist der letzte Schrei. Mit seiner Hilfe werden wir uns im Jenseits wiederfinden. Danke, das ist wirklich lieb von dir. Ich finde den Namen toll. Dame mit langen Wimpern. Gern geschehen. Ich bin froh, dass er dir gefällt. Sag mal, habt ihr diese modernen... Moderne Kreatur schon gefangen? Dieses Nachtdings da? Wieso scrollt das gerade automatisch alles? Hört auf! Wir Wächter werden ihn schon bald erlegen, du wirst sehen. Stimmt es, dass man nicht durch den Schleier treten kann, wenn einen der Nachtteufel umbringt? Wen interessiert das schon? Hör mal doch zu, die Lage ist ernst. Moment, der Text ist gerade zu schnell. Warum ist der Text jetzt? Ich meine, ich habe ihn auf Max stehen, aber er scrollt auch automatisch. So. Schließt euch der Arche der Hoffnung an, um garantiert ins Jenseits zu gelangen. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass ihr mit Freunden und Familie wiedergeboren werdet. Die Arche der Hoffnung kann euch retten. Kultist mit seltsamer Stimme. Nehmt an unserer Versammlung teil. Schließt euch uns an. Insane Stadt, ey. Oi. Hast du schon gehört, Kakashi? Na. Der Nachtteufel hat noch einen erwischt. Chotto. Hör auf, so zu reden. Oi, oi. Ich glaube, der liebt das Töten. Mo. Ich sag, hör auf. Komm schon, hör auf damit. Du willst doch nicht, dass sie wütend werden. Ja. Oh nee, nicht schon wieder über den Tod reden. Alles nur nicht über den Tod reden. Oi. Wollt ihr, dass ich euch beide für immer wegschicke? Oi. Wir haben nur Spaß gemacht. Das war alles ein Witz. Ihr seid ja krank. Komm schon, wir verschwinden von hier. Idioten, sie haben nicht halb so viel Willenskraft wie du, Kakashi. Vergiss sie. Wir brauchen sie nicht. Daijoubu.
Wir wissen, dass du schwierige Entscheidungen treffen musstest. Du bist ein guter Mensch, das wissen alle. Mattake. Die sind einfach nur dumm. Ihr beide solltet euch ausruhen, ihr habt es euch verdient. Soda. Der Kiro-Sumpf ist wirklich schön. Tief in seinem Herzen gibt es einen Ort, an dem wunderschöne Blumen wachsen. Oi. Was soll das? Ich dachte, das wäre unser geheimer Ort. Ach, hör schon auf. Ist doch nicht schlimm, wenn ich Ihnen davon erzähle. Oi. Vergesst das sofort wieder, verstanden? No. Sei nicht blöd, Jigari. Pass auf, Kagashi, auf, okay? Und ruf mich zur Hilfe, falls es Schwierigkeiten gibt. Arigato. Vielen lieben Dank, ich hab euch echt gern. Gleichfalls. Wir sehen uns später. Ja, ne. Okay, ich werde mich auch aufmachen. Wir sollten uns ein wenig ausruhen. So viele Sprechblasen. Was ist, wenn ich das hier mache? Ich darf hier auf jeden Fall nicht springen. Sehr ungewöhnlich, dass du von dir aus ein Gespräch beginnst. Ich habe dich immer für einen ruhigen Einzelgänger gehalten. Ich kann nicht glauben, wie dumm sie sind. So eine Frechheit. Wer einmal den geheimen Ort besucht hat, vergisst ihn nie wieder. Er ist so schön, aber er muss auch geheim bleiben, hörst du? Von diesem Ort hat man einen tollen Ausblick. Ich komme von Zeit zu Zeit hier vorbei, um mich zu entspannen. Wir können anderen nur Frieden bringen, wenn auch wir Frieden in der Seele tragen. Okay, ich gehe einfach mal runter. Okay, ich wusste es. Hoi! Kommt mal alle mit. Dieser Trottel in der Eiche der Hoffnung haben den Verstand verloren. Oder diese Trottel. Was haben die jetzt wieder angestellt? Ihre Jünger haben sich ohne Erlaubnis das Leben genommen. Welche denn genau? Ich weiß keine Namen. Aber es gibt bereits 30 Tote. Was? Wir hatten doch Wächter abgestellt, um sie zu beobachten. Ich kann nicht fassen, dass das passiert ist. Wir müssen uns beeilen. Kagashi, sieh du dich in der Gegend um und finde heraus, ob Tote zu Verlorenen geworden sind. Geh von hier aus zum nördlichen Platz in den Ruinen. Itoa und Jigari, ihr spricht mit den Jüngern unten und findet heraus, was los ist. Verstanden, lass uns gehen, Jigari. Schon auf dem Weg. Der Rest von euch sichert das Gebiet. Kuya, du hast das Kommando. Ich muss Leo berichten. Mit Hilfe der Weltkarte ist Reisen ohne Zeitverlust zu diversen Zielen möglich. Erkunde einen Grenzstein, wähle schnell das Reisen aus und ruf die Weltkarte auf. Okay, das ist ein Stein. Grenzsteine markieren die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Jenseits. Hier kannst du mit deinen Dämonen kommunizieren und sie auf den Kampf vorbereiten. Bing! An Grenzsteinen sind zusätzliche Optionen verfügbar. Verwalte hier deinen Dämonen, benutze R, um die Dämonen im Kampf zu wechseln. Dämonenkunde, ja, haben wir gerade schon gemacht. Schnelles Reisen, Schwierigkeitsstufe und speichern. Okay. Schnelles Reisen, Deto, Schwierigkeitsstufe. Ich will einmal speichern. Okay. Ich glaube, ich kann da locker noch eine Folge draus machen, ne? Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Oninaki. Und wenn mir das Spiel weiterhin gefällt, können wir ja das, ne, die Stream-Aufzeichnung weiterhin hier dranhängen. An die anderen Folgen, die vielleicht noch kommen. Alchemist. Okay. Ja, ich würde mal hier erstmal den Part beenden. Wir sehen uns im nächsten Part von Oninaki. Ciao, ciao.